Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen köstlichen Wrap, der zusammen mit etwas Rucola serviert wird. Ein bisschen Pfeffer kommt drauf, Oregano. Und dazu mache ich eine leckere Honig-Senf-Soße. Und wie das Ganze zubereitet wird, das zeige ich euch jetzt. Und los geht's. Einfach eine Schüssel nehmen. Da gebe ich den Senf hinzu. Einen kleinen Schuss Ketchup. Dann noch etwas Honig für die Süße. Ein Schuss Olivenöl. Balsamico und dann alles schön kräftig verrühren. So, das wäre geschafft. Auf den Wrap gebe ich jetzt etwas Geflügelaufschnitt, würze das Ganze mit Pfeffer, beträufle das mit Olivenöl und etwas Oregano. Anschließend die Honig-Senf-Soße großzügig verteilen. Dann Rucola drauf. Und zum Schluss habe ich hier eine etwas geschnittene Paprika. Zum Halten nehme ich hier einfach Zahnstocher und fertig ist unser leckerer Wrap. Das war doch wirklich kinderleicht, oder? Also zusammen mit dem bitteren Rucola, der wirklich ein bisschen bitter schmeckt, den könnt ihr mal probieren. Und mit der leicht süßen Honig-Senf-Soße haben wir das wirklich super zusammen. Ihr könnt natürlich noch andere Gemüsesorten reinmachen, wie zum Beispiel Tomate, Mais, ein bisschen Zucchini, eine Gurke. Das passt alles super dazu. Testet es einfach aus mit der Soße. Ich finde, da passt ziemlich viel zu. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen zum Rezept mit den genauen Mengenangaben. Unten die Infobox aufkloppen, wie immer. Und dann sage ich schon mal, euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.